Eine kurze Info, und zwar eine wichtige Info zum Thema: Andreas Dienbacher, Pörtlerin aus Karlsruhe, hat ein Problem mit Karl S. Wir sind Team Gabel und ich weiß nicht genau, wie die anderen alle heißen. Sorry, jetzt muss ich erstmal meine Brille aufziehen. Weil es ist ganz schön hell. Brille auf. Nicht nur wenn der Sonne sieht, sieht er da gut aus. Ne? Dazu muss ich eines sagen. Erstmal, ich werde und kann keine Wertung über ein Karl S. abgeben. Mir wird hier in meinem YouTube-Account, bei Facebook und so weiter, werden mir teilweise Kommentare reingehauen. Ich hätte ein Problem mit Karl S., ich hätte ein Problem mit ihm und mit jenem. Mir werden E-Mails geschickt, was hältst du von Karl S., was hältst du von dem, was hältst du von jedem. Erstmal habe ich keine Zeit, mir die Sachen alle anzugucken, was sie da machen. Zweitens kenne ich einen Karl S. zum Beispiel nicht persönlich, sondern ich habe nur einmal ganz kurz von ihm zwei Videoclips angeguckt, so angeschnitten eigentlich, so eine Minute oder zwei, und habe da festgestellt, dass das, was da gezeigt wird, nicht unbedingt das ist, was ich mir unter Krafttraining vorstelle. Somit kann ich mir überhaupt kein Urteil bilden über Karl S. oder Team Gabel, egal wie sie heißen. Oft ist es ja so, dass die Jungs natürlich da auch bei YouTube, bei ihren Filmen eben ein gewisses Marketing betreiben mit ihrer Art und Weise, was sie da ansprechen. Somit auch ein gewisses Kundenklientel ansprechen. Also ich bilde mir kein Urteil drüber, über irgendwelche Leute, die das Gleiche machen wie ich, weil ich sie nicht persönlich kenne. Und das wäre es eigentlich schon gewesen. Andreas Riembacher, Personal aus Karlsruhe, zum Thema: Nein, ich habe kein Problem, weder mit Karl S. noch mit sonst irgendjemandem.